Hallo Leute, herzlich willkommen zur Matze Film Network. Jo, ich spiele mal auf Deutsch. Jo, ich glaube, ich bin der Erste, der einen deutschen Walkthrough von Matze Film Night macht. Und, jo, mal gucken, wie es wird. Forschen müssen wir uns. Ich denke, das hilft auch vielleicht einigen, wenn ich weiterkomme oder. Ja. Dann machen wir mal ein neues Spiel. Wie geht das nochmal? Ah, ne, so geht's nicht. Okay, mach mal. Neues Spiel. Stellen wir einen ganz neuen Charakter. Name natürlich Axelion. Wo ist jetzt die hin? Ah! Na da. So. Iron Man. Eins gayer als das andere hier. Ah, nehmen wir mal das da. Hey, der sieht gut aus. Ja, okay, absolut. Was machen wir da? Den da. Frisur. Natürlich lange Haare. Ist einfach am coolsten, finde ich. Genau das da. Yeah. Haarfarbe nehmen wir mal ganz schwarz. Yeah. Ich freue mich jetzt richtig, Junge. Es wird zwar relativ viel Zeit in Anspruch nehmen, aber. Spaß machen sollte auch. Nehmen wir gerade mal schön eins. Nein, nicht. Genau hier. Willkommen in der Welt von Monster Hunt. Yeah. Ja, es ist spannend, aber wir brechen das jetzt ab. Ja, die wunderschöne Monster Premium Night Karte. Jo. Ah, du bist noch abgehört. Nein, nein, bleib liegen. Du sollst dich noch ein bisschen aufziehen. Du bist eine bisschen bla bla bla. Ja. So, jetzt sind wir in unserem Haus. Also, naja, also sind wir das Dorf, ja. Yeah, Mann. Monster und Film Night. Genau, und das ist unser Haus. In dem starten wir jetzt das Spiel. Hier sieht man, da ist dann später die Küche. Da wo jetzt noch. Holz, Potato. Hier sind wir. Schöne Gebirgslandschaft im Hintergrund. So, jo. Wir haben einfach ein SMS am Rücken, schau mal. Jo, ich bin ja bevorzugt LS und Hammerkrieger, deswegen, soll ich jetzt auch mal. Anfangen tun wir mal unsere Manfuso-Rüstung. So, haben wir auch Manfuso-Rüstung angezogen. Hier wollen alle Leute mit euch reden und ja. Wie geht es dir? Tut mir immer noch weh. Du scheinst ganz gut im Bestand zu haben. Deine Klippe in Berlin gefunden. Glaub, ja genau, das ist ja der, von dem man später noch erfährt, der wo den T-Kex dann erjagt hat, glaube ich. Ist das. Ja, sehen wir den Händler, relativ teuer, schaut, da hat er dann alle Sachen und so.
Das können wir uns jetzt natürlich alles nicht kaufen, weil wir kein Geld haben. Nee, Monster Hunter Film Night wird dem Monster insgesamt wird dem mit Z bezahlt, also das ist die Währung. Mahlzeit, ich bin. Das da, also da bei der kann man allerlei Sachen kaufen, die man beim anderen, also auch kaufen halt, wo man bei allerlei anderen nicht bekommt und auch die, wo man beim anderen bekommt, billiger, aber dafür hat die nicht immer die gleichen Sachen, also muss man halt aufpassen. Hier haben wir den Dorfchef. Jo, sieh an, du hast dich auch mal gut. Oh. Wie auch immer, was ich will. Jojo. Ja, komm. Oh, jetzt haben wir 1500 Z bekommen. So. Und jetzt können wir eigentlich quasi unsere erste Quest schon starten. Kräuter pflücken. Machen wir mal das 3 antike Geweih abliefern, das schaffen wir vielleicht noch in der Zeit. Auf geht's. Jo. Nee, Gott, nee. Los geht's. Wir haben in der Box eine Karte. Nehmen wir mit. Mini-Wettsteine, Erste-Hilfe-Arznei, Station, Heißgetränk. Die anderen Sachen brauchen wir jetzt nicht wirklich. Kunde sind wir nicht und den Grill. Das braucht jetzt auch kein Schwein. So. Und sah einfach genial von Landschaft her, sieht man. Atemraum. Yeah. Hier so ein PPG-Weih abliefern. Dann machen wir es noch. So, jetzt sind die anderen Pipis erschrecken jetzt. Und jetzt müssen wir aufpassen, die nicht abbauen. Und Dreieck den Endschlag. Aber nicht abbauen. Eins wird jetzt vermutlich abbauen. Oh, das ist schon tot. So, jetzt erst das eine aufschneiden, dass es nicht verschwindet und ja, rohes Fleisch haben wir jetzt. Das brauchen wir auch relativ dringend am Anfang. Mal ein rohes Fleisch. Wir müssen uns noch ein bisschen beeilen, dass wir von der Zeit hinkommen. Und die erste Quest noch. Pepe Zunge. Vom PPG war, gell? Wilder Knochen. Der wird später auch relativ, den braucht man relativ oft noch. Hier sieht man auch Insekten. Da kann man dann später, oder kann man, wenn man Insekten jetzt dabei hat, die wir jetzt nicht haben, Insekten sammeln. Ups, könnte sein, dass wir. Oh Mann, wir brauchen einen Tegner, weil ich habe Pepis getötet. Ja, okay. Kein Wunder, dass wir das nicht bekommen haben. Ja, ich bin schon ein bisschen blöd. Egal. Komm, jetzt stirb halt, blödes. So. Oh Mann. Okay, ob wir die Quest noch schaffen oder wie es aussieht, sehen wir in Part 2. Bis dann. Ciao. Hallo Leute, wir melden uns zurück. Inzwischen habe ich 2 Antikner Geweih und es wird Zeit, das letzte zu. Ich weiß, was ist da? Jetzt kommen Stück. So, Antigna ist tot. Jetzt hoffen wir, dass wir das letzte Artikel bekommen. Ja, super. Wir brauchen jetzt 3 Stück. 3 Stück haben wir. Auf geht's. Hier oben sieht man auch links über meinem Namen, die Waffenschärfe ist inzwischen etwas gesunken. Wir hätten sogar Wettsteine bauen, die nachzuschärfen, brauchen wir aber ja momentan nicht. Hier sieht man auch immer, wie viel Zeit jetzt hätten wir noch. Ja, Ewigkeiten immer noch Zeit. Die Quest. Jo, dann geben wir mal ab, was wir abgeben wollen, brauchen, müssen. Um die Quest zu schaffen. So, und noch eine TP-Zone, das Kontoobjekt. So, jetzt auf 20 Sekunden. So, dann können wir vielleicht noch ein Ding töten.
Das ist übrigens ein Trick, was ich gerade eben gemacht habe. Da kommt man dann gleich ins nächste Gebiet, da muss man. Komm, wir killen noch ein Vieh hier. Und vielleicht noch. Oh, aber auch schon jetzt nicht mehr. Ja.